So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Black Flag. In der letzten Folge haben wir den guten Watchers, ich habe gar keine Ahnung, was der für einen Vornamen hat, ist mir aber auch egal, weil das eh von der Bildfläche jetzt verschwunden war. In der letzten Folge haben wir ihn eliminiert und er hat uns mitgeteilt, dass sich der gute alte Roberts in Principie versteckt bzw. sich auffällt, und da werden wir in der heutigen Folge mal dorthin schippern und werden dem guten Alten mal eine über der Lunze ziehen. Achso, gut, da müssen wir halt schnell Reise bei dem Fort machen, damit wir halt schneller dann dort hinkommen. Öffnet! So, es sind noch 3,5 Kilometer, das schaffen wir auf jeden Fall. In den nächsten paar Minuten. Wollt ihr nicht beiden einen Dialog führen? Also, Anna? Also, der Adi hat mit mir immer schön gesprochen, wenn wir auf irgendeiner neuen Mission unterwegs gewesen sind. Aber es würde mich mal interessieren, was der gute Edward in dem Brief an seine... Oh, hier ist die Mary Ann Scott Kenway oder irgendwas in der Richtung. Was dort drinne steht. Das würde mich mal richtig interessieren. Und ob es die überhaupt noch gibt. Keine Sandy, die ist auch schon auf der anderen Seite des Lebens, würde ich schon gerade sagen, im Jenseits unterwegs. Aber das werden wir hoffentlich noch in dem Let's Play herausfinden. Das kann ich mich gar nicht mehr so genau sagen, ob es sie im Endeffekt noch gibt oder ob Edward sich eine neue Geliebte suchen muss oder eine neue Frau. Hallo, Treibgut. Gut, dann halt nicht Treibgut. Ich habe kein Problem damit. So. Dann haben wir noch 1,6 Kilometer. Und ich hoffe mal, es ist einfach, den Robert zu eliminieren, weil nochmal so ein Spaß wie letzte Folge. Oh. Habe ich absolut gar keine Lust. Und war das Roberts oder ist es jetzt einfach nur... Oh, verdammt. Na, nee, komm. Das treibt gut. Da haben wir eh nur 5-mal Holz und 3-mal Metall, wenn es hochkommt. Und es ist eh schon weg, von daher. Okay. Gut, dann halt nicht. Habe ich auch kein Problem damit. Royal Miss Fortune. Fortune. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt ausspricht. Oh! Was treibt denn da so schön im Meer herum? Captain! Der hier bewegt sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Fortune, okay. Roberts. Ohne jede Gnade sagten kein Wort. Der lebt wirklich gerade das Piratenleben. Bartolomeo. Bei mir ist er Bartolomeo. Hui! Warnung, Sperrgebiet. Schön. Pulverfässern eliminieren. Das kriegen wir hoffentlich hin. Die Frage, ob das ja ausreichend ist. Could be anywhere. Here even. Na, ein Glück. Ach, guck mal. Warte mal. Moment. Warte mal. Wo haben wir denn noch Pulverfässer? Guck mal. Haben wir irgendwelche Pulverfässer? Ich will doch bloß ein paar Pulverfässer haben.
Achso, mal anderen, der die Glocke spielt. Ja, hier. So, kommt mal her. Oh, verdammt. Ah, das war auch wieder verdammte Axt. Schade. So. Freund Blase. Warte mal, nein, Eggbot! So, Freund Blase. Oh Gott, das arme Schwein, das muss bestimmt total traumatisiert sein. So. Muss man aber wieder in die andere Richtung gehen. Gut, das interessiert ihn auch herzlich wenig. So, der Rest kann mir ja, wie gesagt, eigentlich jetzt egal sein. Ah, der jagt mich jetzt. Sehe ich jetzt schon Gespenster? Oder die traurigen Überreste eines Mannes, den ich in die Hölle geschickt hatte? Ich bin da. So, dann gucken wir uns mal den Spaß hier ein bisschen näher an. So, Bartolomeo. Warte mal, ich kann die ja noch ein bisschen plündern. Ist wirklich nur die Piraten gegangen? War das schon vorher ein Pirat oder denkt er einfach nur so, boah, ist eigentlich voll. Oh. Ey, du voll! Hallo! Wo ist denn die Jackie? Halt! Du sollst den. Jetzt hau den doch mal eine rein. Mein Gott, Edward, jetzt sei doch mal nicht so. Jackie! Jackie! Komm, los, Edward! Los, komm. Komm. Ey, jetzt mach doch mal hin. Ahoi, Edward. Ja, Scheibengleister, ja. Bin ja schon dabei. Los, Eddie. Los, EE. Muss ich verfolgen? Enter, nee. Ha. So, mein Schatz. Sir. Nicht mit mir. Sturm, Captain! Ziemlich übel! Wo denn? Segelreffen raus aus der Bö! Top! Bram! Massig! Er beschießt uns mit dem Mörser! Moment. Das kann ich auch. Ihr könnt, Sir. Ja, ja! Was mich nur ein kleines bisschen triggert. Jackie. Feuer! Feuer! Los, schneller! Komm, Jackie. Feuer! Feuer! So, jetzt noch einmal, vielleicht zweimal, dann haben wir es geschafft. Ja, na komm, mach mal hin, ne? So. Feuer!
Hallo. Stirbst du? Also nicht, stirbst du mal nicht. Feuer! Mörderfeuer! Feuer! Zu Feuer! Ja. Fertig! Feuer! So, was ist jetzt das Problem? Ich hab den noch fünfmal abgeschossen. Jetzt. Wir hätten eine gute Chance. Nein. Nein. Hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanonen! Noch mehr Futter für euch im Anmarsch! Ah ja, warte, warte, warte. So. Yo, heave ho! Heave, heave! So, warte. Hi, Jupiter Edward Kenway. Es schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen. Das besingen oder besiegen? So. No. Nope. So, warte mal, Wurfteil war ja. Was ist denn der? Warte, hier, no, no, no. Nein, 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 hoch, hoch, F. Sollst du mit F. Nee. Nee, du sollst den Bartolomeo. Los! Das wollte ich. Ein frohes und kurzes Leben, wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. So, okay. Na schön, 100% Synchronisation. Da ist er leider auch weg vom Fenster. Das heißt leider, aber ne, den mochten wir ja mal irgendwann. So, und jetzt müssen wir noch mal nach Havanna. Das würde ich sagen. Oh. Warum ist denn das hier Sperrgebiet? Was haben wir denn hier gemacht? Wegen Watchers? Ist es deswegen? Müssen wir hier rein? Oder hier hoch? Hier. Wen haben wir denn? Ach, das ist. Oh, ich habe den Namen vergessen. Verdorbenes Blut. Ah, Captain Kenway. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt.
Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei, Torres glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Verwahrt es gut. Oh nein. Nur für den Fall. Oh nein, Edward, wir wissen doch, wie sowas ausgeht. Ich bin in meinem Büro. Viel Glück. Ah, das muss bestimmt wieder richtig lustig werden. So, wir warten, bis er dann einfach wieder weggeht. Ja, doch. Oh, es ist ja komplett verwirrt. Hallo? Jetzt kriegen sie es gebacken. Stimmt, die müssen wir auch eigentlich noch eliminieren, ne? Das sieht mir nämlich nicht gerade so wohlgesonnen aus. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. ¡Atención! Schon will ich sich verneigen. La ciudad entera en alerta por esos asesinos. ¡Calla! Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. ¡Señor! ¡Sí, señor! Baja el arma. No tienes escapatoria. Leck mich! So, mal gucken, was die jetzt machen. Oh, Dios, ahora qué? Marcus! Oh, Jesus! Du gottverdammtes Monster! Gracias, señor. Oh. Esos prisioneros. Cállate! Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Warte. Ohne Momento, wartet bitte mal kurz auf mich. Ich muss hier noch kurz die Seiten wechseln. Warte. Hat hier niemand gehört? Hier ist niemand. Nobody ist hier. Die sind einfach nur so umgefallen, ausgerutscht. Das ist ein bisschen glattes. Hat auch geregnet. Hallo.
Ich krieg immer einen halben Herzstillstand, wenn ich an denke, es hat sich festgebackt. Obwohl bei Assassin's Creed, also zumindest was die Story anbelangt, hat man eigentlich immer relativ viel Glück. Wenn es buggt, dann halt während des Spiels, aber zum Glück nie irgendwie in der Story. Wo man sagen muss, okay, man müsste jetzt immer neu anfangen. Zumindest hatte ich bisher noch nicht das Erlebnis. Ja, die sind dort. Hier, gucke. Drück dich bitte. No. A vuestras posiciones. Gut, da rein kann ich ja nicht verfolgen, ne? Oder? Nicht! Ja, was. Wovon träumt denn ihr nachts? Verdammt. Aua. Entschuldigung. Bei Anker und. Entschuldigung. Du Heiliger. Oh nee. Kurz gucken. Okay, warte mal, der kommt. Komm. Ui. Ja. Ui ist gut. Hat keine Ahnung, wo der ist eigentlich, ne? Hier runter und dann wahrscheinlich hier hoch, oder? Ja. Ich höre ihn, glaube ich, schon reden. Ah ja. Wachsam. Avisadme si veis algo raro. Dann müssen wir uns mal kurz hier. Ein theoretisch darf der uns ja nicht sehen, ne? Nee. Genau, jetzt läuft der. Wo läuft denn der hin? Ja. Ja.
Buenas tardes, soldado. So. Wir gehen auf Nummer sicher. Achtung. Avisadme si veis algo raro. Ja, läuft drum. Das heißt, ich muss noch mal einmal hier rundrum. Das heißt, ich muss den Scharfschützen eliminieren. Mal gucken. Ja, es hat funktioniert. Das war's, Torres. Ist gar nicht Torres. Oh, jetzt kommt der El Tiburuno. Tiburuno. Alto. So kann ich dich nicht treffen. So, oh. Und wenn ich dich erschieße? Na, immer so. Eigentlich F, Bombe werfen. Oh, Heiliger. Ah, jetzt bin ich gleich hübsches tot. Hübsches Kerlchen aus der Nähe. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Blanco, claro. Es mio, no es camarada. Mira. No dejéis huecos. Ah, ich hab gerade überhaupt gar keine Ahnung, wie ich den eliminieren soll. Los, Edwin! An den Kampf kann ich mich auch null erinnern. Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Ja. Gut, ich könnte es wirklich mal mit. Doch du bist sicher nicht immun gegen Kugeln. Naja. Ja. Natürlich kein nicht so ewiger Kampf, ne? Warte. Ha, Kopfschuss. Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Kennt man den irgendwie persönlich? Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Hey, kennen wir den? Ich hab den... oder... ¡Listo para abrir fuego!
Wir könnten die natürlich auch alle einfach eliminieren, ne? Natürlich ein weniger heroischer Abgang bzw. Flucht. Wo soll ich denn hin? Also hinfliehen. Richtig. Ja. So, ich muss das Assassinenbüro. So, der Zorro ist ganz alleine. Der hat nicht mehr seinen treuen Hund, seine Burg. Aber der hat mich so ein bisschen an Game of Thrones, an diesen einen Soldaten. Ich glaube, war es der Berg oder der Hund? Nee, das war, glaube ich, der Hund. Nee, der Berg. Stimmt, der Bluthund war ja der Bruder und der Berg war ja der Cersei Lannister unterstellt war. Der konnte sie ja auch nicht reden. Oder dann nach dem Experiment, was sie da durchgeführt hatten. Bin ich im Wald mal da? Wir haben es gleich geschafft. Nur noch weniger. Ey, wenn die jetzt mit dem Kristall, also wenn der Kristall jetzt weg ist, fange ich an zu weinen. Oder wenn die tot ist. Oh nein. Er ist gestorben. Wir hörten, dass Torres die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt? Auf dem Gefäß stand Torres. Es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen. Westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Sitzt er wirklich in der Falle? So, dann würde ich aber sagen, dass wir in der nächsten Folge uns zu Torres aufmachen. Ich habe schon wieder vergessen, wo der hin wollte oder wo der zu finden ist. Wo war denn das? Ach, genau, beim Observatorium. Da können wir zum Beispiel gar nicht hin mit der Schnellreise. Okay, dann müssen wir jetzt uns beim Fort erstmal einfinden und schippern dann so an Beginn der nächsten Folge dorthin. Und werden, was sucht dieser Torres denn nach dem Observatorium? Und werden dann den guten Torres eliminieren. Und ich hoffe, das geht alles ohne Probleme so weit vonstatten. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.